Es ist wieder diesmal der 4. September. Es ist wieder Zeit. Viele tolle junge Menschen fangen heute bei uns an. Wir haben wieder heute insgesamt 76 Azubis begrüßen können, 31 aus dem kaufmännischen Bereich und 45 aus dem gewerblichen technischen Bereich. Im kaufmännischen Bereich sind es Automobilkaufleute und Kaufleute im Einzelhandel und im gewerblich-technischen Bereich Pkw-Technik, Karosserietechnik und vor allem für die Zukunft die System- und Volttechnik, die ja immer mehr und immer mehr an Attraktivität gewinnt. Wir verkaufen auch immer mehr Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge und unseren BMW i3, unseren vollelektrischen Wagen von BMW. Ja, und die Begrüßung war wieder sensationell, auch heute mit unserem Handwerkskammerpräsident Herrn Peter Andl. Und ja, heute ist eigentlich schon wieder vor dem nächsten Spiel. Jetzt geht schon wieder die nächste Bewerbungsphase für das nächste Jahr, für den nächsten Jahr September los. Und ich würde mich freuen, ich möchte hier einen kleinen Aufruf machen zum Thema Auszubildende. Hier auch für die Zukunft, für die BMW-Linie so München. Bewerben Sie sich über www.bmw-münchen.de bei uns, bei der Niederlassung. Unser Ausbildungsleiter, Herr Klein, freut sich ja auf rege Beteiligung, weil auch nächstes Jahr möchte ich hier wieder roundabout 80 junge Menschen, sprich die Zukunft, begrüßen. Herr Klein, Sie sind der Ausbildungsleiter bei der BMW Niederlassung München und machen das schon in dem Beruf seit 1993. Wie unterscheiden sich die Auszubildenden heute von denen von damals? Ja, zum einen haben die Auszubildenden viel mehr Möglichkeiten. Es gibt deutlich mehr Berufe wie vor einigen Jahren. Aber natürlich ist es so, dass die Berufe inhaltlich anspruchsvoller geworden sind. Und dementsprechend ist es auch deutlich wichtiger, dass die klassischen Noten, die klassischen Fächer in der Schule gut absolviert werden. Das Thema Deutsch, Mathe, Englisch ist jetzt immer so dahergesagt. Nur das stimmt tatsächlich. Man muss in diesen Grundfächern vieles mitbringen, um in der heutigen Berufewelt, in der Ausbildungswelt bestehen zu können. Die Bewerber bei Ihnen haben sich ja wahrscheinlich viel besser vorbereiten können heutzutage, als sie es früher konnten jemals auf ihre Berufswahl. Klar, durch die entsprechenden Medien, durch die vielfältigen Dinge, die es heutzutage gibt, kann man sich über alles und jeden informieren. Na, ab und zu ist es sogar so, dass es zu viel ist, dass es zu vieles an Informationen gibt. Wenn sich junge Leute, Schulabgänger auf mehrere Berufe, mehrere Firmen bewerben, dann werden sie fast schon erschlagen von Informationen. Sie sind heute am zweiten Ausbildungstag mehr oder weniger und Sie haben eine ganz tolle Ausbildung, wo man zuerst nicht an Frauen denkt. Ja, das stimmt. Bei mir in der Klasse, in der Berufsschule, habe ich schon gesagt, ist auch bloß ein Mädel nur dabei, ansonsten alles Buben. Und es wird was werden, die Ausbildung? Also Kfz-Mechatroniker mit Schwerpunkt Motorradtechnik. Und ich habe vorhin schon gehört, Motorrad ist sowieso das heimliche Hobby, Enduro und solche Sachen? Ja, also auf der Straße ist jetzt nicht so, also im Gelände bin ich eigentlich hauptsächlich. Ja, das Ziel ist natürlich, dass man selber, wenn einem Motorrad was fällt, dass man das alles selber reparieren kann und dass man andere dann behilflich sein kann dabei. Wo sehen Sie die Schwierigkeiten bei der Ausbildung? Ich denke, dass es mit der Elektronik nicht ganz so einfach ist, weil ja die Motorräder jetzt doch alle ziemlich hochwertig ausgestattet sind, was Elektronik betrifft. Ich glaube, dass das schon ein bisschen schwierig wird dann. Also es ist jetzt nicht nur irgendwelche Ölleitungen zusammenschrauben, sondern da geht es stark in die Technik. Haben Sie da irgendwie mathematisch besondere Vorkenntnisse haben müssen oder wie geht das mit der Ausbildung? Naja, es hat schon gehabt ein besonderes Interesse in Mathe und Physik. Und ja, das habe ich eigentlich seit Kindheit schon. Waren die Noten gut? Ja. Das Ausbildungsjahr hat gerade begonnen. Wie sind Sie zufrieden hier in München und Oberbayern? In München und Oberbayern sind wir mit der derzeitigen Lage zufrieden. Es könnte natürlich noch besser sein. Wir haben trotz des demografischen Faktors, also den verringerten Schulabgängerzahlen, bei den abgeschlossenen Lehrverträgen in München ein Plus von 4,5% bis Stichtag 31. Juli. Und in Oberbayern ein Plus von insgesamt etwa 2,7%. Da sind wir sehr zufrieden. Es sind natürlich noch sehr, sehr viele Stellen nicht besetzt, die gemeldet sind. Es ist aber auch für viele Jugendliche, die noch nicht versorgt sind, die Möglichkeit, bis Ende Oktober oder November noch die Ausbildung zu beginnen. Wir haben vom Handwerk hier eine eigene App entwickelt, wo sich die Auszubildenden anschauen können, welche Ausbildungsstellen und
Berufe in Ihrer Umgebung noch zur Verfügung stehen und besetzt werden können. Und die Ausbildung an sich endet ja nicht erst mit der Ausbildung, sondern es stehen ja hinterher noch, wenn man geeignet ist, jede Menge andere Wege offen, wie Studium und... Ja, die duale Ausbildung, denke ich, ist die solideste Grundausbildung, die jeder junge Mensch durchlaufen kann. Auch als Gymnasiast, der eigentlich vorhat zu studieren, wenn er zuerst eine duale Ausbildung macht in der Branche, die er sich vorstellt, weiß er genau, was auf ihn zukommt, worauf er schauen muss, welchen Studiengang er sich vielleicht speziell anders auswählt, als wenn er ihn jetzt sofort auswählt. Und auch diejenigen, die nicht studieren wollen, haben hervorragende Aussichten. Sie können die Meisterausbildung machen, sie können als Meister ihren eigenen Betrieb gründen, sie können als Betriebsleiter in ein größeres Unternehmen gehen, sie können als Ausbilder junge Leute wieder das Wissen vermitteln, das ihnen vermittelt wurde. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Karriereleiter, die auch durchaus genauso lukrativ ist wie eine akademische Ausbildung.